Inkontinenz beim Hund. Circa 48% der kastrierten Hunde leiden an einer Harninkontinenz. Es gibt auch noch eine Kotinkontinenz. Deswegen, normalerweise spricht man umgangssprachlich ja nur von einer Inkontinenz, aber um das nochmal ein bisschen genauer zu identifizieren, sprechen wir halt von einer Harninkontinenz. Die Hündin ist stärker betroffen als der Rüde, aber sie kommt auch beim Rüden vor. Tendenziell sind eher größere Hunde betroffen. Bestimmte Nerven sprechen den Schließmuskel der Harnblase an und umschließen die Harnblase wie ein Mantel. Die Nerven im Muskel des Blasenausgangs werden hauptsächlich von Östrogenrezeptoren angesprochen. Rezeptoren sind Zellen, die auf bestimmte Reize bzw. Botenstoffe reagieren. Das sind auch oft Hormone, in diesem Fall Östrogen. Die Nerven im gesamten Harnblasenmuskel werden ebenfalls mit Östrogenrezeptoren angesteuert. Diese Nerven sorgen für eine Leerung der Blase. Der gesamte Vorgang des Verschließens und des Leerens der Harnblase wird also über Östrogenrezeptoren gesteuert. Da Östrogen beim Rüden eine geringere Rolle spielt, ist er von einer Harninkontinenz weniger betroffen als die Hündin. Zu einem gewissen Teil produzieren die Hoden allerdings ebenfalls Östrogen. Es ist daher also auch ein Problem des Rüden. Östrogen und Testosteron haben darüber hinaus eine anabole Wirkung auf die Muskeln, also muskelstärkende Wirkung. Fehlen diese Hormone zu einem großen Teil, wird Muskulatur abgebaut. Hündinnen sind jetzt nicht zu 100% betroffen. Das liegt daran, dass das Bindegewebe einfach unterschiedlich stark ist und kann auch jeweils mit der Erbgenetik zu tun haben.